Punkte geholt, wir haben zu Null gespielt. Wir haben ordentlich gespielt und wir haben eine Druckphase, die in der zweiten Hälfte dann begonnen hat oder mit Beginn der zweiten Hälfte begonnen hat, überstanden und haben uns nicht unsere Führung schon wieder selbst über den Haufen geworfen und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Wir waren in der ersten Halbzeit ganz klar das dominante Team, haben nicht nur körperlich dagegen gehalten, sondern auch teilweise richtig guten Fußball gespielt und sind folgerichtig dann halt auch mal dafür belohnt worden, 1-0 in Führung gegangen. Ja, nach der Halbzeitpause war uns schon bewusst, dass wir jetzt die ersten 10, 15 Minuten höllisch aufpassen müssen, weil Aalen sicherlich mit viel Druck kommt. Das haben wir nicht so gut in den Griff bekommen und insgesamt ein bisschen das Heft aus der Hand gegeben. Aber ja, trotzdem immer gut gestanden und ja, den Ball möglichst versucht, weit weg vom Tor zu halten und ja, bis zum Ende eigentlich nichts Wirkliches zugelassen. Und das war dann letzten Endes der Schlüssel zum Sieg heute. Man muss, glaube ich, der Mannschaft Kompliment machen, wie sie jetzt gerade nach der Durchstrecke ein bisschen, wie sie zurückgekommen ist heute. Und das war heute ein Arbeitssieg, das wissen wir. Es war jetzt noch nicht alles super, aber wir freuen uns, dass wir heute gewonnen haben und darauf können wir aufbauen. Ja, dass der Sieg ganz, ganz wichtig ist. Ich glaube, das sieht man anhand auch jetzt der Tabelle. Dresden hat verloren und es werden immer weniger Spiele. Und je weiter du unten drin steckst und kein Erfolgserlebnis hast, das ist natürlich unheimlich schwer. Ja, gerade zu Hause sind wir natürlich überhaupt nicht zufrieden, was wir da an Punkteausbeute haben. Dann tun wir uns einfach wahnsinnig schwer. Das hat man heute ja auch beim VfR Aalen gesehen. Ich habe gerade mit einigen Spielern gesprochen, die tun sich zu Hause auch viel, viel schwerer, wenn eine Mannschaft hinten drin steht und gut verteidigt. Zu Hause müssen wir das Spiel machen und da haben wir große Probleme. Das kam uns natürlich heute jetzt entgegen, auswärts zu spielen und das war ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Ja, das ist unser Ziel. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und wir gucken im Moment eher weniger auf die Situation der Tabelle, weil die wenig aussagekräftig ist. Ich sage bewusst, dass wir zu Recht da stehen, wo wir stehen. Aber dadurch, dass die Liga so eng ist, hat es einfach überhaupt keinen Wert und keine Aussagekraft. Wir sind gut damit beraten, so viele Punkte wie möglich, so früh wie möglich zu holen. Und dann werden wir auch früh Ruhe haben und den Klassenerhalt gesichert haben. Ja, das ist ganz klar. Wir müssen jetzt diese Woche weiter hart arbeiten. Noch nichts haben wir erreicht und wir müssen jetzt einfach von Spiel zu Spiel denken. Und natürlich muss unsere Pflicht sein, gegen Sandhausen zu gewinnen. Ja, es tut mir wahnsinnig leid, auch für die Fans zu Hause, dass sie da einfach von uns zurzeit Schonkost zu sehen bekommen. Und die Pfiffe gibt es ja auch zu Recht zu Hause, weil wir da einfach noch nicht in die Spur gefunden haben. Aber wir werden weiterhin hart dran arbeiten und ich bin sicher, dass wir jetzt gestärkt da rausgehen aus der Situation, auch eine gewisse Sicherheit jetzt haben, weil wir jetzt doch ein bisschen den Abstand vielleicht nach unten, gerade zu Dresden auch vergrößert haben und hoffe, dass wir da mit Mut vor allem zu Hause endlich mal einen Heimsieg landen können.